Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Coral Island. Heute im Live-Modus, deswegen sieht man mich hier oben links. Hallo, oben rechts bin ich. Hallöchen. Wir haben Coral Island gerade gestartet. Das Update 1.0 ist raus. Und wir werden erstmal mit unserem Charakter an den Anfang des Spiels geschmissen. Und dürfen jetzt unseren Charakter neu erstellen. Deswegen habe ich jetzt einfach auf Aufnahme gedrückt, bevor ich drin bin. Schauen wir mal, wie viel... Ja, es gibt viel mehr neue Frisuren jetzt. Schauen wir mal, wie viel jetzt wirklich verloren ist und wie viel nicht und wie viel wir behalten können, aber... So, was haben wir denn für Haare? Das sind gerade meinen an den am ähnlichsten, ne? Sagt sie, wenn meine kompletten Haare einfach hinten sind, ne? Aber finde ich noch eine, die schöner ist. Ich glaube, die hatte ich bisher, ne? Die Frisur. Nee, die hatte ich bisher. Aber ich glaube, ich finde die schon schön. Die da. Ich hatte so keine schwarzen Haare, aber das ist mir egal. Ich mag schwarze Haare. Augenbrauen wie die Haare. Sind mir auch... So. Augen. Welche Augen möchte ich denn? Finde die ganz hübsch. Ich habe grüne Augen. So. Beziehungsweise ich finde auch grüne Augen sehr, sehr hübsch. Die Nase finde ich eigentlich auch hübsch. Den Mund finde ich eigentlich auch hübsch. Ich kann sogar Lippenstift tragen. Ja, wie cool. Aber habe ich eigentlich nie. Okay. Gesichtsbehaarung habe ich keine. Oh, man kann sogar... Und man kann sich Blümchen in seinem Bart machen. Okay, Outfit. Da hatte ich, glaube ich, das da. Ich müsste aber noch andere im... im Inventar haben. Name der Farm ist immer noch Domino. Ja, ja, Intro-Videosequenz können wir überspringen. Kennen wir ja schon. So, wir sind fertig, ne? So, jetzt aber... gespannt sein, wie viel verloren ist. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Please no. Also ich war im zweiten Jahr, im Mitte Frühling. Bitte, bitte, bitte sei lieb zu mir, Spiel. Weil ich weine, wenn alles weg ist. Oder wenn meine Beziehungen weg sind. Oh, please no. An denen habe ich so hart gearbeitet die letzten Stunden in diesem Spiel. Aber es soll ja Geld, Inventar und Farmlayout soll ja erhalten bleiben. Ich glaube, wir müssen uns wirklich noch einen neuen Charakter erstellen. Oh Gott, lädt. Okay, wir haben 4%. Wir haben lange Zeit, 4%. Oh, jetzt geht's voran. Oh, ja, wir sind fertig. Warum habe ich 107? Ihr seht das gar nicht. Wo kann ich denn meine Cam hinsetzen, damit ihr was seht? Lass mich da mal kurz raus. Setz mich mal hier hin. Nein, nein, nein. Nein! Also ich habe mein Inventar noch, das ist schon mal gut. Nein! Oh, ist das sad, Alter. Ich war so weit.
Das war Coral Island für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nein! Ich war so weit! Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viel Geld, weil sie mir... Nein! Am Arsch des Farm-Layout bleibt. Willst du mich verarschen? Ich war so weit. Da ist nichts mehr da, ne? Oh nein, es ist auch die ganze Map unten. Ja. Ich bin gerade echt hart demotiviert. Es tut mir voll leid. Der Text ist auch falsch, wenn du tatsächlich nur das Geld mit Hallo Lupo. Oh, wie ätzend ist das denn? Aber das Geld ist auch falsch. Ich hatte viel, viel weniger Geld. Boah, ich war so weit. Ich hatte 4 Millionen, jetzt hatte ich 7. Mir geht's gar nicht um das Geld. Von mir aus hätte ich meine, was hatte ich? 17.000 oder so. Um das Scheißgeld geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es um den ganzen Fortschritt, den ich gemacht habe. Vor allem um die ganzen Beziehungen, die ich aufgebaut hatte. Oh nee. Boah, das ist hart demotivierend gerade. Aber das ist schon... Ja, und am Arsch Inventar konnte ich mitnehmen. Ja, aber das war wohl nicht anders möglich. Das Spiel soll jetzt wohl anders sein, beziehungsweise auch, dass man die Szene überspringen kann. Ja, das ist völlig fein, wenn sie es nicht anders... machen konnten. Es ist trotzdem demotivierend. Ändert ja nichts an der Tatsache, dass es jetzt demotivierend ist. Und die ganze Arbeit, die wir schon reingesteckt haben. Okay. So, wir machen jetzt kurz Cut, Break. Ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ist okay, das Spiel ist immer noch fantastisch. Wir machen unsere Farm jetzt einfach noch cooler. Und kaufen uns erstmal unser Upgrade für die... für unsere Tasche. So schaut's aus. Oh Gott, der ganze Schrein hinten. Hin und wieder werden uns noch Dinge einfallen, die jetzt auch weg sind. Aber oh Gott, das ganze Museum. Aber okay. Wir machen unsere Farm jetzt einfach noch cooler. So, wir kaufen uns jetzt erstmal unsere Tasche. So,
Ja. Tasche aufwerten. Ja. Tasche aufwerten. Ja. Ach so. Ich war zu schnell. Tasche aufwerfen. Die hatte ich auch. Ja, kommen wir mal schon. Wir haben ja das Geld, ne? So. Das heißt, ich habe jetzt auch meine Full-Tasche. Jawohl. Schau mal, wie super. So. Okay, und dann machen wir unsere... Warte, das haben wir auch mal alles gleich mit ein, weil das müssen wir safe abgeben. Und dann... Da ist auch noch eine Tulpe gewesen. Und dann machen wir mal unsere... Aber von einigen Quests wissen wir ja direkt die Lösung. Müssen wir gar nicht lang rumrätseln jetzt. Ich muss 20 Steine sammeln. Was haben wir denn ausgerechnet? Stein. Ich muss mal kurz hier... Spitzhacke, so... So, jetzt hat das alles seine Richtigkeit. Hoppala. Messer habe ich ja noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Messer herkriege. Achso, jetzt kann ich das ja alles mitnehmen, ne? Ich hoffe, wir... Oh, Geode. Ich hoffe, wir kriegen jetzt aus den Steinen mehr Kohle raus. Weil Kohle war bei mir immer sehr rar. Muss ich sagen. So. Achso, die Outfits. Ich habe doch keinen Schrank, ne? Was sagen, die Outfits kann ich ja in meinen Schrank mit reinpacken. Gib mir den mal. Aber den habe ich ja noch nicht. So. Wir müssen uns schauen, wir haben noch 104. Wir müssen noch Samen pflanzen und gießen. Zwei. So, fünf, sechs, fünf, acht, neun. Nochmal gießen. So, dann machen wir erstmal unsere... Blümchen. Ja, schön. Belohnung. Trautes Heim. Holz sammeln. Stein sammeln. Dann machen wir jetzt direkt weiter. So. Ich suche den Schreiner. Ach, habe ich jetzt schon 20 Steine? Ja, ja. Niedrige Ausdauer. Ich will halt die Tutorials auch nicht unbedingt schon ausschalten. Weil es kommen mit Sicherheit neue Sachen dazu, die ich noch nicht kenne. Oh nein, wir können doch nicht beamen. Nicht beamen, teleportieren. Wir können doch nicht teleportieren. Oh, schau mal. Moment. Sind so Kleinigkeiten, die einem dann schon fehlen. So. Carpenter ist offen. Repariere dein Haus. Hausaufwertung. Aber ich hätte gerne einen anderen Stil. Ja, den hätte ich gern. Oder welchen gibt's noch? Oh, der ist auch schön. Ah, modern fühle ich in dem Spiel nicht. Das fühle ich aber. Also danke. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Super. Ach, der ist schon fertig jetzt. Joko, Liebling, eine leichte Planänderung. G-Sound hat alle Baumaterialien dabei. Lass uns zur Farm gehen und die Hütte von G reparieren. Wo ist denn Joko? Ach, da ist Joko. Hallo, Joko. Wow, das ist ja total stark, Chi. Dann mal los. Oh nein! Haben sie jetzt auch die Übersetzung gefixt? Das wird tatsächlich ein bisschen sad. Ich mochte die schlechte Übersetzung. Also schlechte. Das wäre cool, wenn die trotzdem noch da ist. Dinda und Joko fangen an, ein Haus zu reparieren. Was sagt man denn dazu? Es sieht viel gemütlicher aus und fühlt sich auch so an, oder? Los, jetzt mach schon. Hilf mir, deine Sachen reinzubringen. Ja, da ist mein Schrank. Kommode wäre mir jetzt wurscht. Ach so, ich kann die überspringen.
Kennen wir schon. Dein Haus ist größer geworden. Sehr schön. Ich würde aber gerne mein Garderobenlager und die Sachen da mal reintun. Öffne das Tagebuch, um die... Ach, das ist ein schönes Haus, ne? Belohnung beanspruchen. Sams Gemischtwarenladen. Okay, wir gehen auch noch schnell zu Sam. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, jetzt bin ich wieder hyped. Jetzt spiele ich das Spiel wieder, jetzt bin ich wieder hyped. Meine Stimmungen wandeln sich schnell. So, hallo, Gemischtwarenladen. Kennen wir auch schon. Triff Townies. Ja, uns alle vorstellen. Müssen wir ja in jedem Spiel. Hallo, Ben. Oh, ein neues Gesicht. Von dir kommen ganz gute Schwingungen, Kumpel. Danke. Du schwingst auch toll. Du bist einfach nur ein Kellner, ne? Ja. Oh, Miezekatze. Peanut. Den Bürgermeister kennen wir ja schon. Der Phoenix, die Jahreszeit, die ich am wenigsten mag, wegen, du weißt schon, den Steuern. Ja, diese Steuer kenne ich. So. Wen haben wir denn hier noch? Oh, Donuts. Geil. Bei dem weiß ich bis heute nicht, wie man ausspricht. Ray, Raj, weiß ich nicht. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Bist du neu in der Stadt? Hallo? Allison. Elijah. Oh. Ich glaube, dass wir uns noch nicht kennen. Ja, das glaube ich auch. Hier drin haben wir Fish and Sips. Haben wir auch ein paar Leute. Kann ich einkaufen? Oh lol. Ein misslungenes Gericht. Schön, dass ich das da kaufen kann. Boah, Red Velvet Kuchen. Geil. Ach, richtig geil. So, aber erstmal mit dir quatschen. Frank. Was sieh mal, wer endlich hier ist. Der neue Farmer, stimmt's? Ich heiße Frank. Hi, Frank. Bei dir ist wenig los, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte mit mehr Leuten gerechnet. Hier in der Küche ist auch niemand und da hinten kann ich überall nicht rein. Na gut. Dann schauen wir trotzdem. Da oben kommen noch mal zwei. Ich will die immer so schnell wie möglich kennenlernen. Dir auch ein herzliches Hallo, du musst hier neu sein. Ja. Und Noah, dir auch ein herzliches Hallo, du musst hier neu sein. Hab ich jetzt beide? Ja, hab ich schon. Was sind denn gerade aktuell... Da ist noch ein Fremder. Dann gehen wir doch dem Fremden mal so. Lauf ich langsamer? Herzliches Hallo, ich bin Macy. Woher kommst du? Schön, dass da endlich mal Touristen in der Stadt sind. Ich bin aber kein Tourist. Oh, hallo. Du bist der neue Kömmling, was? Lass mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe. Ach, das ist ja... Ach so, reingefallen. Ich wollte gerade schon meckern. Boah, die ist ja richtig unhöflich geworden. Kann ich das jetzt auch spielen? Lust auf ein Spiel. Na, irgendwie nicht. Na, guck mal, ich kann es auch. Ich laufe wirklich langsamer. Oh, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ich heiße Everest. Eva. Ich wusste nicht, dass die Everest heißt mit vollem Namen. Das ist Raj, den kennen wir schon. Dich kennen wir noch nicht. Mein Name? Ich heiße Oliver. Warum? Nur so, ich bin recht neugierig. Oh, dich kenne ich auch noch nicht. Hallo. Jim, du hast die Farm neu übernommen. Ich verstehe. Nicht so ungut, aber du siehst so aus, als hättest du noch nie in deinem Leben ein Werkzeug in der Hand gehabt. Du auch nicht. Im Übrigen. Oh, Chi, wie in Chi-Chi? Schön, dich endlich kennenzulernen. Hallo, Daniel. Ach so. Gut, dass ich den einen Bot gefixt habe, den anderen aber nicht angeschaltet habe. So. Da ist noch eine. Huch.
Bei Bellman habe ich den einen Bot gefixt. Haben wir hier hinten noch welchen? Ja, jemand steht unten am Pier.